Hallo zusammen, mein Name ist Hans Platz und ich habe heute das Vergnügen, diesen schönen Mesa Boogie Amp auszuprobieren, der Rectoverb 25. Klein, aber oho. Also da darf man sich wirklich nicht täuschen lassen von der Größe und von der Wattzahl. Also das Ding ist der Hammer. Ich habe das Teil zweimal jetzt bei einer Probe dabei gehabt und jedes Mal wurde mir gesagt, ich soll leiser machen, weil es einfach zu laut war. Und da kann man sich echt täuschen, was aus dem Ding rauskommt. Aktuell habe ich die beiden 1x12er Boxen, aber gerade auch über eine 4x12er Box brüllt das Teil wie die Sau. Also man kann es locker in eine Hand tragen und die Bandkollegen schimpfen nicht, dass man irgendwie zu viel Equipment mit rumschleppt. Das ist jetzt der cleane Kanal, bisschen angezerrt. Also hier hat man einen Gain-Regler für den cleanen Kanal. Den Kanal kann man auch noch von Clean auf Pushed stellen. Da wird ein bisschen leiser, aber man hat quasi einen verzerrten Rhythmuskanal. Sehr schön. Was ich jetzt leider nicht demonstrieren kann, weil es für die Örtlichkeit hier zu laut wäre. Man kann den Clean-Kanal auf 10 Watt schalten und dann den Master ganz aufreißen. Und da kriegt man dann wirklich einen sehr Vintage-artigen Sound, bei dem die Endstufe richtig ins Krachen kommt. Wenn man mal die Möglichkeit hat, auf jeden Fall ausprobieren. Aber Achtung, es wird laut, trotz der 10 Watt. Genau, neben dem Clean-Kanal gibt es dann natürlich auch noch den Heavy-Kanal. Der klingt dann so. Okay, das Riff war jetzt nicht gut. Gain ohne Ende. Den kann man auch auf 10 Watt schalten, dann wird er ein bisschen leiser. Hört man auch ein bisschen, wie sich der Sound ein bisschen verändert, das ist nicht mehr ganz so tight, nicht mehr ganz so straff, ein bisschen mittiger. Und man kann den Kanal auch auf Vintage stellen.
Genau, sehr schöne Amp. Auf der Rückseite hat er noch zwei Regler für Reverb. Man kann jeden Kanal einzeln einstellen, wie viel Hall drin sein soll. Also, ich bin ein Fan von dem Amp. Und was man auch noch erwähnen sollte, das ist jetzt schon ziemlich laut und der Amp steht, also der Master-Regler steht bei ungefähr 10%. Also, das Ding brüllt und trotz seiner kleinen Ausführung. Probiert es auf jeden Fall mal aus, also lohnt sich. Viel Spaß, Wiedersehen.